Wir sind live, Thomas. Läuft. Ich mache erste Sache. Aber wir haben tatsächlich nur noch einen Strich, also wir sind sehr mutig heute. Wir müssen eine extrem kurze Folge machen. Ohne großartig Tamtam. Leute, Freunde. Hallo, Freunde der seichten Unterhaltung. Wir machen, wir hatten ja jetzt letzte Woche und vorletzte Woche Part 1 und Part 2 auf unserer Urlaubsepisode, weil wir nicht da sind. Heute machen wir nochmal ein ganz neues Thema extra für euch. Aber wir machen ein richtiges Fass auf heute, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Wieso? Ich hab mir zwei Themen überlegt. Oh, unvorbereitet, da bin ich natürlich sehr gespannt. Sollen wir direkt einsteigen in der Materie? Nee, ich will gucken, was du auf Fall hast. Ich habe gar nichts. Okay, die Einstiegsfrage wäre, Thomas, ich würde dir 1 Million D-Mark geben. Nochmal, 1 Million D-Mark kann ich nichts mit anfangen. 500.000 Euro ist lächerlich. Ja, was würdest du mit diesem Geld machen? Was ich mit 1 Million Euro machen würde? Ja. Kannst ja nicht viel mitmachen. Was wäre deine erste Amtshandlung mit 1 Million Euro? Was wäre allererste Gedanke, wenn ich dir jetzt hier 1 Million gebe, sag, kannst du machen, was du schenkst? Haus abzahlen, dann ist Geld weg. Echt? Ja. Na gut, war schnell. Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine spektakuläre Antwort. Ich erfülle mir irgend so einen Lebenstraum. Ja, aber doch nicht von 1 Million. 1 Million ist doch viel Geld, Digga. Ja, nee. Doch? Ja, ist viel Geld, aber davon kannst du ja keinen Lebenstraum erfüllen. Meint jetzt so einmal in die Karibik oder sowas. Das kann ich auch so. Das war Lebensträume erst bei 1,5. Fuck. Eher so bei 4. Also weil so Lebensträume hätten die so noch und eine, wie viel Kohle es ist, Alter. So viel verdienen manche ihr ganzes Leben nicht. Das kann nicht sein. Komm, ich rechne mal vor. Sagen wir mal, du verdienst 1200 pro Monat. Brutto oder netto? Netto, Dicker. Standard Bauarbeitergehalt. 1200 mal 12. Wie viele Jahre arbeitest du? 50. Je nachdem, 50 Jahre? Also Bauarbeiter fangen ja mit 12 an oder so. Da müssen sie ja von der Schule. 720.000, die arme Sau. Ey. Ich sag dir, wenn du genug Berufe, wo du keine Millionen machst im Jahr. In deinem Leben, Alter. Und du kriegst dein komplettes... Aber vielleicht wird der nochmal befördert. Dann kriegst du ja, nein, die Geile. Gibt doch sogar Statistik. Was ist das Brutto-Netto-Gehalt? Ne, das Netto-Gehalt der Haushälter. Netto-Gehalt der Haushälter. Ich rede scheiße. Das Nettovermögen pro Monat, pro Haushalt. Wie viele behinderte Worte kann man eigentlich aneinander reihen, die keinen Sinn ergeben? Das Nettovermögen der Menschheit pro Haushalt, Vermögen in D-Mark, Euro. Ja. Ich bewerbe mich jetzt übrigens fürs Auswärtige Amt. Als Finanzminister? Für Deutschland? Als Finanzhoheit. Wegen mir müsste man das doch umbenennen. In Finanzhoheit? Finanzkönner, alles, ich hab das Geld, du Fotze. Das geht schon wieder in so eine Richtung, wo wir echt. Überleg dir mal die geile Visitenkarte. Hast du deinen Vor- und Zunahme und dann. Hast du so zwei Sätze nur Beiwerk? Wie heftig das wäre. Ja. Du bist ja dann Chief Master of alles oder zumindest für dein Areal und kannst dann einfach bestimmen. So. Du machst es dann einfach. Du denkst gar nicht großartig drüber nach, du machst es dann einfach. Ja. Wo sind wir eigentlich? Wie sind wir eigentlich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Du hast gesagt, wenn ich so, sag doch mal irgendwie so, wenn du das Spiel schon spielen willst, dann sag doch einfach, pass auf, du gewinnst im Lotto, kriegst 50 Millionen, was machst du damit? Das würde mich interessieren. Für 1 Million, Alter, was ist denn 1 Million? Doch, aber ich finde eine Million ist ja nicht so viel. Doch. Für was? Was würdest du damit, was würdest du damit 1 Million machen? Fuck, ich würde mir eine 2. Million kaufen. Nee, sag mal, was würdest du damit 1 Million machen? Ich würde wahrscheinlich mal ganz heftig ein halbes Jahr einen drauf machen. Ich würde das würd gar nichts großartig damit machen, ich würde das einfach nur verhacken. Wofür? Für Joy. Ja, aber Joy heißt ja bei dir wahrscheinlich ein bisschen saufen und ein bisschen Urlaub. Kiffen. Urlaub. Im Urlaub. Ja, also ein halbes Jahr, 1 Million ist dann weg. Ja, eben. Ja, damit wäre ich cool. Ich wollte danach auch nichts mehr erreichen. So, ich hätte dann du bist auch so ein Typ, wenn du im Lotto gewinnst, 50 Millionen, da kannst du davon ausgehen, dass du, wenn du bei deinem Arbeitgeber kündigst, dass du nach 4 Wochen da wieder anfangen musst. Ja, wahrscheinlich. Glaubst du, du kannst so wenig mit Geld umgehen, dass du da, also, dass das wirklich im halben Jahr wächst? Das geht gar nicht. Das geht schon, aber 1 Million, wenn es so Spaßgeld ist, würde ich sagen. Einfach
konsequent, einfach, weil ich könnte. Ja, aber was heißt das denn? Ich meine, du musst ja aber mal überlegen, wenn du jetzt so den heftigsten Urlaub machst, irgendwo auf den Malediven oder so, das kostet ja auch nur 20 oder 25.000. Das ist schon so Rundreise, Weltreise überall mal hin mit Privatjet und so. Ist auch nicht so teuer, wie man denkt. Nein. Da musst du auch erstmal 1 Million für verballern, das ist schon schwierig. Ja, aber wenn du dir jetzt vor Ort natürlich sagst, selbst ich nehme überall die Präsidentensuite oder so, die dann irgendwie 25 die Nacht kostet und dann bleibst du da 5 Monate, dann ja. Aber bei 25.000 Euro, dann sind bis jetzt 10 Nächte, sind schon 250.000 weg. Ja, eben. Das wäre ein Viertel von dem. Da könnte ich dann nicht ein halbes Jahr abhängen. Nee. Also ich müsste schon ein wenig wirtschaften, wenn ich ein halbes Jahr per Urlaub einen drauf machen will. Aber ich glaube, das würde ich mir zutrauen. Naja, wie gesagt, für 40 Millionen würde ich das Spiel spielen. Aber, oder auch für 10 oder so. Aber für 1 Million, ganz ehrlich. Was wäre denn für 40? Für 1 Million würde ich nichts ändern. Ich würde das Haus abbezahlen und fertig. Ich würde nichts ändern, stark. Ja, du könntest was ändern. Du könntest. Das Haus abbezahlen, ja. Das wäre okay. Und bei 50 Millionen? Bei 50 Millionen würde ich das Haus abbezahlen, würde es wahrscheinlich irgendwem verkaufen. Ja, so richtig viel würde ich nicht ändern. Weil, ich kann dir sagen, durch den Beruf, den du ja mitbekommen hast, ja, letztendlich, bin ich schon mal wirklich viele Autos gefahren, wenn wir eine Veranstaltung hatten, was weiß ich, Bugatti oder sonst irgendwas. Ich bin auch so schon relativ viele Autos gefahren. Also das ganze Thema Auto zum Beispiel, was ja viel Geld, das ist ja theoretisch für die meisten Leute, das ist das zweiteuerste, was sie in ihrem Leben kaufen. So ein Auto? Ja, so im Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Das ist so das zweiteuerste, was man sich so leistet. Nach einem Zuhause, oder was? Genau. Und da würde ich ganz klar sagen, also da würde ich, ich würde mir ein größeres Haus kaufen. Das Alter aber abbezahlen. Ja, ja, und dann irgendwie restaurieren und dann halt für mehr Geld verkaufen, als ich dafür bezahlt habe. Oder daneben einfach die Straße kaufen, dann ein riesiges Haus hinbauen und dann in dem Haus, wo du jetzt wohnst, deine Bedienstete leben lassen. Nee, aber das sind so Kinderträume. Wenn man 10 Jahre alt ist, dann denkt man so. Aber wenn man in der echten Welt unterwegs ist, weiß man, dass man gar keine Nebenstraße kaufen kann und da irgendwas hinstellen kann. Das geht ja alles gar nicht. Das ist ja nicht realistisch, nicht möglich. Aber wenn du das Eigentum kaufst und alles abweist... Was für ein Eigentum? Du kannst kein Eigentum kaufen. Ja, natürlich kann ich Eigentum kaufen, wenn das den Leuten gehört. Man kann nicht denen das doch abkaufen. Ja, aber nicht den ganzen Straßenzug. Ja, warum denn nicht? Du hast doch 50 Millionen. Ja, trotzdem, aber das geht ja... Sagen wir mal, das so Straßenzug, da sind jetzt so 15, 20 Häuser und jeder möchte 1 Million. Dann kann ich die von 50 Millionen doch kaufen. Ja, aber in der Realität verkauft ja nicht jeder, der dort ein Haus hat, sofort sein Haus. Einfach alle. Ja gut, da musst du für 15.000 jemand einstellen, der das dann auch arrangiert. Ja, das ist klar, Mann. Also wie gesagt, wenn wir das realistisch spielen, würde ich sagen, ja, ich würde mir ein größeres Haus kaufen. Ich würde mir jedes Jahr ein oder zwei einfach richtig dicke Urlaube leisten und ich würde mir ein ganz cooles Auto leasen und den Rest einfach da lassen. Da lassen, dort liegen lassen, was anlegen, investieren. Ja, auf jeden Fall nicht an der Bank, aber ich würde mal irgendwie was anderes damit machen, ja. Ja, schon auf der Bank. Einmal so einen Speicher mit Münzen füllen, dann eintauchen wie Dagobert. Könnte ein bisschen wehtun. Meinst du, wie hart du aufklatscht? Ich weiß gar nicht, warum uns das damals verkauft wurde, dass Dagobert so voll das geile Leben hat. Weil man jeder kannte in Geld schwimmen. Aber ich glaube, ja, sowas in der Art würde ich machen. Okay, ich habe jetzt irgendwie was Spektakuläres erwartet. Vielleicht würde ich mal irgendein Business oder so zu machen, was ich vielleicht schon immer mal machen wollte. Oder noch mehr Geld in NFTs verballern und da irgendwie steil gehen. Und ja, man würde seine Hobbys vielleicht auf einem anderen Level weitermachen als bisher. Ja, aber auch in einem gewissen Grad. Ich würde mir jetzt nicht viel krassere Karten oder so kaufen. Doch. Ja, so ein paar schon, aber nicht so viele. Definitiv nicht so viele. Oder ich würde mir einfach selber einen Basketball spielen. Weil das Problem ist, bei NFTs gibt es Leute, die dafür Geld ausgeben. Bei Karten weißt du selber, du findest normalerweise wenig Leute, die 3 Millionen für eine Karte oder so ausgeben. Da gibt es nur eine Handvoll. Das sind dann irgendwelche Investment-Leute, die das... Geisteskranke, die einfach zu viel Geld haben. Also irgendwelche Investment-Kollektive, die dann zusammen... Aber es ist halt sehr selten, weißt du. Und das heißt, wenn du schon eine Karte für so viel Geld kaufst, ja, dann kannst du sie meistens nicht für den Preis verkaufen. NFTs kosten am Anfang immer gleich. Und können halt potenziell gigantisch steigen. Ja. Und dementsprechend ist es halt schwierig, da finde ich, zu sagen, so, yo, ich würde das in dem Game irgendwie weitermachen. Und wie gesagt, so klamottentechnisch und so oder Auto, dieser ganze Müll, wofür? Also mich kannst du mit Autos jagen. So. Ich würde auch Immobilien oder so, vielleicht irgendwo noch so eine geile Ferienwohnung, wo man ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr hier, weißt du? Irgendwo, wo, wenn hier kalt und scheiße wird, dass man dann da in der Sonne ist, wenn man es sich dann leisten kann. Und wenn dann hier wieder schön wird, kommt es wieder zurück. Das wäre für mich relaxed. Ansonsten würde ich jedem... Aber auch das in der Realität bringt dir nichts, was du gerade sagst.
Weil du musst dich um diese Scheiße kümmern. In der Realität ist sowas, also die Leute sagen so, ja, da würde ich ein halbes Jahr da wohnen. Und das ist völlig unmöglich, das geht gar nicht. Doch, das geht. Geht steuertechnisch und so, das geht alles überhaupt nicht, wie man sich das so vorstellt. Und ich glaube, das würden die meisten Leute auch nicht machen. So als Ferienwohnung, wenn du irgendeine Ferienwohnung hast oder so, aber wenn du so viel Geld hast, dann denkst du in ganz anderen Dimensionen. Das ist genauso wie wenn jemand, sag ich mal, 100 Millionen auf dem Konto hat oder jemand, der 1,2 Milliarden auf dem Konto hat. Die beiden Menschen führen ein völlig anderes Leben. Mit einer Milliarde musst du ganz anders, also wenn du Milliardär bist, musst du ganz anders leben. Ja, es gibt wenige Milliardäre, die so einfach normal irgendwo hinlaufen, sich was einkaufen oder so ein Kram. Die haben ganz andere Themen auf der Uhr. Und wenn du 50 Millionen hast, dann wird dich jeder normale Mensch davon abraten, dir irgendwas zu kaufen. Genauso wie du Leuten, die viel Geld, sag ich mal so, die so 3 Millionen, 4 Millionen im Jahr verdienen, die kaufen sich alle keinen Lamborghini. Die leasen den einfach für 2.000 oder für 3.000 im Monat, weil das, die 3.000 Euro, die jucken dich halt gar nicht. Wenn du 3 Millionen im Jahr machst, juckt dich das null. Sag ich ja, deswegen. Und viele Leute sagen, ja, wenn ich jetzt 5 Millionen im Jahr verdienen würde, würde ich mir erstmal ein Lamborghini kaufen. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Das ist wirklich das Allerdümmste. Besser, also mehr Geld kannst du da nicht verbraten für. Wenn du einen Lamborghini kaufst, den auf die Straße neu fährst und dann erstmal die Hälfte des Wertes verpulverst. Zum Beispiel so. Wenn es dein absoluter Obertraum ist und das irgendeine Special Edition ist, wo du weißt, da kriege ich wahrscheinlich in ein paar Jahren sogar dasselbe für, obwohl ich den gefahren bin und so. Wenn man das alles mit einkalkuliert, so wie bei einer G-Klasse oder so bei Mercedes, ja, die einfach selten ist, die gibt es nicht, die ist einfach immer teuer, wird nur teurer, dann macht das irgendwie vielleicht einigermaßen Sinn. Aber alles so ganz normal macht keinen Sinn. Und das ist dasselbe für, wenn du irgendwo bist und du sagst, ja, ich ziehe dann sofort in ein anderes Land. Die Leute haben gar keine Ahnung, was das heißt, in ein anderes Land zu ziehen. Wie lange habe ich da hinziehen? Ich sag's nur. Das sagen ja viele so, ja, dann wandert irgendwo in Haus. Wenn du Touristenvisum, sagen wir, gehen mal Amerika, Touristenvisum geht 90 Tage. Das heißt, 90 Tage kann ich da abhängen. Sagen wir mal, wenn hier scheiße wird, so ab November, Oktober würde ich noch mitnehmen, dann bin ich Oktober oder November, Dezember, bin ich bis Januar da und dann komme ich wieder. 3 Monate weg. Hier, keine Ahnung, stellt jemand ein, der einmal im Monat deine Bude putzt, damit das nicht komplett einstaubt, denn auch wenn man nicht zu Hause ist, staubt es ja und es wird dreckig. Ja. Und fertig ist, das muss ja irgendwie gehen. Am Ende des Tages sind, wie gesagt, das, was du dir dann irgendwie vielleicht im Ausland irgendwo kaufst, um 2-3 Monate dahin zu gehen oder vielleicht in Länder, wo man auch ein halbes Jahr hingehen kann, keine Ahnung, Frankreich, Italien oder was weiß ich, irgendwo in Spanien an der Küste, hast du aber Kosten die ganze Zeit. Du musst dich drum kümmern, das kann nicht einfach nur so dahin gammeln. Wenn du dahin willst, musst du das ein bisschen pimpen und so. Und weißt du, was ich meine? Klar, du hast ja vielleicht, du denkst, für diese Zeit hast du da deine Bediensteten, also Müll. Funktioniert alles nicht so. Du solltest so eine Beratungsstelle aufbauen, das so neue Lotto-Millionäre, die da reinkommen. So, ganz ehrlich, ich hätte gerne einmal den Lambo, ich hätte gerne die Zweitwohnung. Ja. Nee, Leute. Das ist so, wenn man ein Kind war, hat man so darüber gesprochen. Aber wenn man ein bisschen weiß, wie das Leben funktioniert, dann funktioniert das nicht so. Dann, wenn du so viel Geld hast, dann sag dir einfach, pass auf, ich will 3 Monate nach L.A., weil ich kann da 3 Monate hin, kaufe ich mir kein Haus, sondern ich miete mir da einfach über Airbnb eins. Scheißegal, ob das 100.000 pro Monat kostet. Ja? Gebe ich halt 300.000 für 3 Monate dafür aus. Ich habe 50 Mio auf dem Konto, weißt du? Das juckt dich einen feuchten Furz. So, dann macht es halt irgendwie Sinn. Du musst dich nicht drum kümmern, du kannst gehen, wann du willst. Aber guck doch mal gerade mal Amerika. Sag mal, du kaufst dir irgendwie so ein Haus in Florida, in irgendeiner, weiß ich nicht, reichen Ghetto-Siedlung, wo eh alles überwacht ist und wo eh ständig einer mit so einem Golfkart rumfährt. Und da kannst du dir doch, da kaufst du dir ein Haus und sagst dir, hier, pass auf, Immobilienverwaltung, ich bin 3 Monate hier, den Rest der Zeit halt dir das sauber und clean und wenn ich wiederkomme, so schließt er mir auf. Das ist doch machbar. Und das kriegst du auch mit den 50 Mille hin so. Ja, aber das ist machbar, aber die Steuern, die du dafür zahlen musst, wenn du es kaufst, und dieser ganze Müll, dass die Leute, die verdecken, das ist einfach so, ich habe jetzt 50 Millionen, dann kaufe ich mir dort eine für 5 Millionen, dann fliege ich ja jedes Mal. Du musst ja nicht für 3 Millionen, machst du für 2, für 1. Ja, okay, ja, ist egal. Musst du trotzdem Steuern bezahlen, musst du trotzdem den ganzen Kack okay machen und so. Ist okay. Das sind verschiedene Sachen, die einfach so teuer sind, dass das einfach sich überhaupt nicht rentiert. Wenn du das kaufst und, sag ich mal, die nächsten 30 Jahre lang machst, dass du die nächsten 30 Jahre lang nur dahin fährst und dir das, dann lohnt sich das. Dann würde ich sagen, und dann hat sich's rentiert. Alles andere kannst du einfach nicht dagegen aufwiegen. Voller Träumebuster hier. Ist einfach so. Wenn ihr mal einen Lebenstraum habt, dann sprecht mit Thomas. Ja. Er wird euch auf andere Ideen bringen. Ja, zumindest wenn du wirklich denkst, über solche gigantischen Dinger irgendwie sich zuzukommen. Das ist vollkommener Humbug. Das macht kein normaler Mensch, der Geld hat. Deswegen der offizielle Aufruf von meiner Seite, sollte ich jemals 50.000 Millionen Euro gewinnen, dann gebt es mir besser nicht. Genau. Oder ich manage das für dich, weil sonst ist es wirklich sinnlos einfach verballert und du denkst dir, ich hab übrigens so mal Häuser kaufen lohnt sich nur, wenn du wirklich jahrelang dahin fährst. Wo wir gerade schon mal bei Millionengewinn sind, ich habe jetzt mein Gewinnlimit bei Eurojackpot, wo ich ja bestimmt jetzt
4 Jahre komplett erfolglos dran teilgenommen habe. Ja. Immer wenn so 90 Millionen sind, komme ich auch mal aus Ecken und pulver da mal 2-3 Reihen rein. Habe ich jetzt das erste Mal, ich habe den Gewinnbetrag immer noch auf meinem Spielkonto. 18 Euro. 8,40 Euro. Ja, bei mir läuft schon relativ häufig gewonnen. Aber nee, für mich war es erst mal in 4 Jahren, aber das zeigt auch meine Bilanz, was Glücksspiel angeht und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal 15 Millionen rasiere. Und selbst wenn, wäre ich wahrscheinlich wie Lotto King Karl und werde dann irgendwann Stadionsprecher beim MSV. Siehst du? Der hat es auch gerissen, der hat alles verprasst. Am besten finde ich immer diese britischen Millionäre, die da kurz danach sich irgend so ein Blondchen anlachen und dann irgendwie mal, keine Ahnung, 15 Millionen Pfund mal in Rekordzeit genauso verprassen, wie wir das gerade hier besprechen. In Fantasie runtergebrochen. Natürlich kann man das rausgeben, wenn man dumm ist. Ne? Also wenn es ist natürlich möglich, weißt du, wenn du einfach sagst, ja, ich kaufe mir einen Privatjet für 25 das Millionen. Das wäre echt dumm. Das ist schon die Hälfte weg. Weißt du, was ich meine? Also solche Dinge sind natürlich... Aber am Piloten hast du gespart, ja? Nö, das mache ich selber jetzt. Den stelle ich mir einfach nur da in den Hangar für, keine solche Ahnung, 25.000 Euro die Stunde. Solche Sachen sind... Ja, das war technisch dumm. Aber irgendwo sich ein Ferienhäuschen zu kaufen im Ausland oder was in einem überschaubaren Rahmen ist ja immer machbar. Ich rede jetzt nicht von der 16 Etagen MC Hammer Villa, so, sondern ich rede einfach von einem Anwesen, wo man sagt, ey, kann ich so mir vorstellen, wenn hier scheiß Wetter ist und hier behindertes Wetter ist, dann fahre ich da hin und mache da gut. So. Das geht auf jeden Fall, aber das Problem dabei ist halt, wenn du 50 Millionen noch hast, ja, und dann irgendwie das erstmal anfängst, so ein bisschen so dein Lifestyle zu ändern, weißt du, weil du dann doch sagst, ey, ich möchte gutes Essen, ich möchte doch ein besseres Auto, vielleicht jetzt kein Lambo, aber irgendwas, eine geile, fette S-Klasse oder worüber man auch Bock drauf hat, weil es ja eigentlich egal ist. Eine Haushälterin wäre heftig. Haushälterin oder ein Koch oder sowas, der für dich dann immer kocht. Ja, aber die Haushälterin kann ja auch viele Leute, die einen Koch haben. Super viele Leute. Ne, ich kenne keinen einzigen. Und, ich kenne nur Restaurants, die einen Koch haben. Es ist ehrlich gesagt teilweise gar nicht so teuer, wie man denkt, einen Koch zu haben. Wenn diese Leute normalerweise dann eigentlich, weil sie selber nicht kochen, immer essen gehen würden, ist es auf jeden Fall was teurer. Aber wenn er bei dir zu Hause dann was macht oder was? Ja, ja. Der kommt dann zu dir nach Hause. Wohnt er da oder was? Hier so wie? Ne, der kommt einfach. Und macht dann Mittagessen oder was? Oder macht ja, oder Mittag oder Abendessen. Macht er dir auch Frühstück oder was? Kann der auch machen, ja? Kann der theoretisch alles machen am Ende des Tages. Kommt es darauf an, wie viel Geld du dafür ausgeben möchtest und wann du die wann du den da haben willst. Ne? Allein die Vorstellung, da ist jemand und der kocht, wann ich will und was ich will. Oder überrascht er mich, dann kann ich wahrscheinlich arrangieren. Nee. Ich sag dem vor, was ich haben will. Nee, das macht er, also den ich kenne, der macht das Freestyle immer so ein bisschen. Das kommt, also ist halt einer von den Spielern, ne? Fußball. Ja, genau. Ja, gut, die haben aber auch Kleingeld. Ja, bestimmte Ernährungspläne und solche. Die müssen das einhalten. Ja, ja, das nicht so bei mir. Ich esse dann ja eher für, wie sagt man, just for fun oder wegen Genuss. Ich esse jetzt nicht, um irgendeinen Sportlerplan einzuhalten. Somit ja. So viel muss schon mal klar sein. Ja, ja. Aber das wäre was. Haushälterin, Koch, okay. Ja, genau. Aber was ich sagen wollte ist, und dann sagst du dir, dann kaufe ich mir halt nicht so ein ganz krasses Haus und kaufe mir so ein kleines Häuschen irgendwo, wo ich mal hinfahren kann. Dein Lifestyle in Deutschland hat sich schon so geändert, dass so ein kleines Häuschen kommt dir dann ein bisschen kacke vor. Ne, glaube ich nicht. Und das wird dann nämlich das Problem auch bei solchen Geschichten. Halt, ich glaube, dass der Lifestyle ändert sich nur bei Leuten, die tatsächlich da auch geil drauf sind. Wenn sie ein bisschen Geld haben, da doch irgendwie so reinwachsen. Nee, das gibt ja, jeder hat so sein Thema. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, diese klassischen Sachen, wie ein Lamborghini würde ich mir nicht kaufen, nein, wie ein, keine Ahnung, weißt du. Und Koch und Haushälterin können sie mich schon eher mit begeistern. Jemand, der putzt, jemand, der Fenster sauber macht, jemand, der Essen am Start hat. Ja. Damit könntest du mich schon eher ködern. Bedienstete, Servicepersonal. Vielleicht auch jemand, der ja so Erledigung macht, weißt du, so, wo du selber gar keinen Bock drauf hast. Ich muss jetzt mal eine neue Hose kaufen oder so. Ja, gut, da sind Sachen, da komme ich schon klar, aber ja, also jeder gibt das Geld ja im Endeffekt anders aus, aber ich glaube einfach, wenn du, es kommt ja nicht darauf an, wie du sagst, ob du deinen Lifestyle dann änderst und dann irgendwie, keine Ahnung wie bist, sondern es kommt darauf an, hast du vorher vielleicht schon mal Geld gehabt oder weißt du, oder ist es das erste Mal, dass du wirklich, also wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass du so viel Geld hast, aber dann, wie bist du vorher mit Geld umgegangen? Mein Vater hat immer gesagt, wenn du mit 5 Euro nicht umgehen kannst, kannst du auch mit 50 Millionen nicht umgehen. Stimmt. Ne? Und das ist halt ein bisschen das Problem. Also selbst wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Bock auf Lamborghinis und so eine Scheiße und irgendwelche Bediensteten, ja, dann würdest du ja ganz entspannt ist leer. Ein bisschen leer. Schuldschein. Nur Rechnung, Schuldschein. Tom Baumer. Weißt du? Wenn du sagst, ich würde das und jenes, ich meine, du würdest schon deine Bereiche eventuell finden, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, wo du es dann trotzdem ausgibst. Wenn es nicht Lamborghinis und Nutten sind, sind es halt irgendwie Basketballkarten, ja, oder was weiß ich was, weißt du, ja, oder Privatjets fliegen oder so. Aber würde das nicht reizen, irgendwo auf anderen Ende der Welt, weiß ich nicht, so ein halb
keine Ahnung. Die Idee finde ich extrem sexy. Ja, ich würde das ja genauso machen wie du. Ich würde jedes Jahr 2-3 Monate irgendwo hin, aber ich würde immer woanders hingehen, um einfach ein paar Sachen zu sehen. Okay, also du würdest, wärst variabel. Ich würde immer 50 Mille oder so pro Monat einfach für einen geilen Urlaub verbraten dann. Warte, 50 Mille, das machst du dann zweimal im Jahr. Das ist über 100. 100 mal 10 Jahre. Hast du schon mal 1 Million Fakt. Ja, und das ist halt nicht so viel. Nee, das geht. Also besser als wenn du, und dann hast du 10 Jahre, hast du schon mal Spaß gehabt. Immer was anderes gesehen, immer andere Leute gesehen, immer andere Kulturen gesehen, immer Sonne und das, was ich heute haben wollte. Für 50 Mille kannst du schon einen heftigen Urlaub machen und auch für ein halbes Jahr kannst du richtig gut gehen. Für einen Monat, ich meine jetzt für einen Monat. Noch besser. Weißt du, was ich meine? Also wenn du da 2 Monate lang für einen 100er verballerst. Kannst du erstmal am Flughafen kaufen, erstmal eine neue Uhr, neue Sonnenbrille. Ja, aber guck mal, für die 10 Jahre, die du gerade ausgerechnet hast, für eine Mio geile Urlaub machen, 2 Monate im Jahr, kriegst du wahrscheinlich in dem Ort, den du jetzt gerade beschreibst, Florida oder sonst irgendwas, kriegst du für 1 Mio kriegst du keine gute Bude. Da kriegst du gar nichts. Weißt du, was ich meine? Da kriegst du eine Handvoll Kekse. Kriegst du so ist das, Amerika, übrigens, so ist das übrigens auch mit Autos und Booten und Fliegen und den ganzen Kram. Ja, aber da kannst du mich zum Beispiel... Nein, ich sag nur, die Leute, die das alles kaufen, die haben unterschätzen das. Nee, dass die haben sie nicht alle. Die haben sie nicht alle. Wenn du nur auf dem Boot leben würdest, dann okay. Aber ja, aber mal auf so einem krassen Dampfer irgendwie. Unterhaltung von so einer Yacht, AGs ballern oder so. Stehen, Personal, Sprit, keine Ahnung. Das verbrennt wahrscheinlich in der Minute mehr, als manche im Monat verdienen. Genau, dann miete das doch und du kannst die nächsten 20 Jahre für weniger Geld, als es irgendwas Bedarf, davon zu kaufen. Bei Bedarf mieten. So. Ja. Ich bin und auch immer mehr was ein Fan von. Shared Economy ist auch ein Ansatz, den ich vertrete, außer bei Bier. Das sollte nur ich besitzen. Ja. Zumal dann du ja auch ein bisschen dem Problem aus dem Weg gehst, halt irgendwie, dass du. Nicht die Probleme, aber dass es halt irgendwann auch ein bisschen eintönig wird, weil die Bude ist die Bude, weißt du? Das Restaurant neben der Bude ist das Restaurant. So kannst du wenigstens viele Sachen sehen. Wechseln. Genau. Und verlierst halt nicht so viel Geld. Ich glaube aber in gewissen Einkommenskreisen ist es dann einfach schick, wenn du sagst, ey, guck mal hier, meine neue Yacht. Da kauft man sich ja dann regelmäßig. Ja, aber das sind dann schon wieder Milliardäre. Also wir reden nicht von mehr von Millionen, und die haben von dann, Milliardären. Genau, und bei denen ist das ja ganz anders. Die haben einen ganz anderen Lifestyle, die haben einen ganz anderen Zugang zu Informationen, die kriegen ganz andere medizinische Versorgung, wenn die wollen und so. Das ist nochmal ein ganz anderer, das ist nochmal ein ganz anderes Ding irgendwie. Du lebst als viele Leute, die viel Geld haben, die, sag ich mal so, 100 Millionen oder 200 Millionen oder sowas haben oder 150, scheißegal, ja, in dem viel Geld, die sagen von sich selber, und die haben jetzt schon viel Geld, und die sagen, die würden nicht gerne Milliardäre sein. Weil einfach nochmal ein ganz anderer Grind. Das ist ein ganz anderer Lifestyle, das ist ein ganz anderer, also von Personenschutz, aber so richtig krassen Personenschutz. Ja, und dich kidnappt einer so und sagt dann, ja ey, keine Ahnung, gibt Lösegeld aus. Ja, ist auch ein bisschen aus dem Film, aber passiert heutzutage nicht so. Aber hier in Deutschland haben sie doch auch Leute von Reichen entführt und also nicht aus dem Film, sowas passiert in Realität auch. Sehr, 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 sehr selten. Also es passiert, glaube ich, wirklich sehr. Wegen, dass der mal entführt wird, das bringt ja Personenschutz. Nichts. Das bringt ja nichts. Das ist heutzutage. Nee, aber Angehörige von denen. Ja, auch das bringt nicht so viel. Wenn du wirklich jemanden in der Hinsicht abrippen willst, wenn du die Kohle von dem haben willst, gibt es ja wesentlich, sage ich mal, also gibt es ja, so doof es klingt, einfachere Wege über irgendwelche Computer-Hack, whatever, shitty-witty. Mal eben hier sein Konto zu deinem zu machen. So einfach formuliert, weißt du? Dafür musst du den jetzt nicht entführen und da irgend so einen riesen Tram-Tram draus machen. Wie gesagt, das hat man früher als so gemacht. In den 90ern. Damals, als Entführen noch der Shit. Damals war das vielleicht echt ein Ding so. Da gab es das auch noch häufiger mal, ja? Wann in den letzten 5 Jahren? Oder halt in leichte, unterentwickelteren Ländern. In Lateinamerika ist das zum Beispiel wird sehr oft, ja, das ist, aber da kriegst du halt auch nicht, die machen das ja tatsächlich dann für sehr wenig Geld. Die wollen dann 50.000 haben oder so. Da wird sie wissen, das ist was drin, das ist eine Summe, die man eventuell kriegen kann. Die würden jetzt nicht für 100 Millionen jemanden entführen, weil das kriegst du eh nicht. Ja. Schwierig, okay. Schwierig, aber es gibt es natürlich noch, ja. Ja, ich rede jetzt von Erste Weltländern. Da ist zum Glück ein bisschen weniger geworden. Mit Entführung. Ja. Früher war das tatsächlich. Rehensmal-Entführer und aber so ist ja ein bisschen Begriff. Erpressung und so gibt es ja auch noch. Als Strafbestand. Ja, aber das ist, weil Leute denken, wenn sie einen Supermarkt ausrauben und mit 38.000 Euro abhauen, haben die ausgesorgt. Ja. Ich komme, Ruhestand. So sieht's aus. Das ist natürlich, das bringt dich gar nichts. Für manche nur Leute, in Teufels Küche. Ein halbes Jahr bringt dich das in die Welt, die du da haben willst. Halbes Jahr Döner für in Gold. Ja, der Gold. Und der Königs. Genau. Ja. Kannst du dann ganz kannst du nächstes Mal bezahlen. Der ist gar keinen Fall. Den gibt's übrigens gar nicht mehr. Ja, komisch. Zum Glück, ey. Komisch. Ja. Hat nicht überlebt, komisch. Aber da ist irgendwie ein neuer dran. Der auch wieder? Auch, aber normaler Preis. Ja, sagst du jetzt, nur um mich dahin oder zu locken. Oder die haben einen Rebrand gemacht und du zahlst. Nee, gar nicht. Ich will da gar nicht mehr hin. Oh, fuck. Oder nicht mehr in Eis essen gehen.
Wieso? Die hatten gar keine. Abgezogen, Alter. Das ist für mich richtig schlecht. Kennst du das, wenn du so, okay, dann musst du bezahlen und du denkst, ja, wofür jetzt, wofür der Preis? Du hast mich einfach gerade richtig hart gefickt und über den Tisch gezogen. Ich kann nichts dagegen tun. So. Wie viel haben wir da bezahlt für, wir hatten Döner? Döner-Teller, Döner, jeder irgendwas zu trinken. Hatten wir auch Pommes oder sowas? Ich glaube ja, ne? Ich glaube fast 40 Euro oder so. Das war so unfassbar viel Geld für, das ist wirklich unfassbar für, viel, ne? Für richtiges Erdeessen. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie kulinarisch mal Anatolien komplett auf dem Teller gehabt, sondern das war einfache Kost, die dann jedem Imbiss für einen Zehner gekriegt hättest, für zwei Personen. Locker. Wirklich für zwei. Locker, ja. Da haben die uns richtig abgelassen. 36 Euro. Aber ich habe mir die Rechnung angeguckt. Da stand, ich glaube, die Cola hat doch irgendwie so 4,50 Euro gekostet oder so 5 Euro. So utopische Preise. Und der Ayran war wahrscheinlich auch dann nicht hoch angesiedelt. Die haben uns richtig abgelötet, ey. Absolut. Schande über euch. Das war den unehrenhafte Bastarde. Das gut, dass ihr jetzt zu habt. Du, die Leute haben es einfach bezahlt. Am Ende des Tages hätte man ja... Ja, weil du da nicht drauf achtest so. Dicker, wer geht denn in Döner-Imbiss und denkt, dass du da irgendwie, weiß ich nicht... 20 Taler in keine Ahnung, 20 Millionen Euro verlierst du wegen was? So, für Essen, was überall anders irgendwie nur ein Bruchteil davon kostet. Es gibt gute türkische Restaurants, wo du hingehen kannst. Und das sieht dann aber auch aus wie ein Restaurant. Das sieht nicht aus, wie dass ich jetzt hier... Dicker, wir reden ja jetzt nicht über alles schön aufgemacht und ne, geile Sitzecken, sondern das war halt auch wie ein Imbiss, nur halt in der Kühlgalerie, so weißt du? Ja. Oder Shadow Arcaden oder wie das da heißt, keine Ahnung. Sevens. Ja, wie auch immer. Alles fast richtig. Ja, das war schon, das war irgendwie, also war ja auch okay und so, aber es war wirklich nicht gerechtfertigt für den Preis. Ich meine, der Standort ist teuer. Aber dann mach keinen Döner, dann mach irgendwas anderes oder nenn's anders oder sag Golddöner. Das erinnert mich an meinen Staubsauger, den ich mal, weil ich Geld sparen wollte, auch auf so einem Gebrauchtrödelmarkt gekauft habe. Also was heißt, eigentlich war es kein Trödelmarkt mehr. Die Trödelmärkte heute sehen ja eher an nur so Restpostenläden. Da gab es so einen Elektronik-Uwe und dann sagte er, hier Staubsauger. Und ich so, okay, was willst du da fahren? So hab den irgendwie so auf 20 Euro runtergedribbelt. Ja. Und ich schwör's dir, ich komme nach Hause, damals in meine erste eigene Wohnung. Pack das Ding in den Dingens und in der Ecke war so eine riesen Staubmaus und ich halte die so direkt da dran. Nichts passiert. Und da kann ich leider noch nicht die Geschichte von deinem Vater mit dem Staubsauger jetzt zurückblicken, da habe ich mich an den Moment erinnert gefühlt. Das war auch Spielzeug, oder? Und natürlich, dann bin ich am nächsten Mal mit dem Trödel das Ding wieder eingepackt, gab es natürlich diesen Stand nicht mehr. Weißt du warum? Ja, weißt du warum? Der zieht einfach weiter. Der hat mal richtig Staubsauger an den Mann gebracht, so. Also, kauft eure Staubsauger im Fachhandel. Unser Fazit, wenn ihr 50 Millionen habt, gebt sie nicht mir. Lasst euch aber von Thomas beraten. Und grundsätzlich ist Glücksspiel schlecht. Wir möchten jetzt keine Werbung dafür machen. Wir wollen 50 Millionen auf dem realen Weg erwirtschaften und dafür brauchen wir euch. Liked, teilt, kommentiert, teilt, abonniert. Mit ein bisschen Glück kämpfen wir dann in... Denkt auch mal über Sponsoring nach. 2 bis 8 Monaten kämpft einer von uns gegen Floyd Mayweather auf 100 Millionen Dollar. Wie groß ist der Typ? Egal. Floyd Mayweather ist so ungefähr 1,60. Der ist nicht groß, ne? 1,60, 1,65. Ja. Dicker, wenn ich halbes Jahr richtig hart trainiere und auch richtig mich verzichte, würde ich es machen. Ich könnte ihm wahrscheinlich richtig hart auf die Mappe geben, weil nur wegen dem Größenunterschied, so ansonsten genau. Nicht. Sonst nicht. Das müsste dann auch so ein Lucky Punch sein. Also 2 Runden würde ich durchhalten und dann wird er mir wahrscheinlich richtig hart die Fresse polieren. Wer weiß. Aber wird auch nicht jünger, ne? Wird auch nicht jünger, aber... Na gut, aber ich bin jetzt auch nicht der Sportathlet. Naja, wenn du... Aber ich hab dir gestern, als wir gestern hier, was haben wir gesehen? Fury gegen Wilder? Wilder, Promo. Habe ich da gesagt, so diesen Weg mitzugehen, wenn sich so Profis auf so einen Kampf vorbereiten. Einfach nur geil, dabei zu sein mit dem Team und auch später beim Kampf und die Surrounding, das würde ich gerne mal mitnehmen. Das ist ja was, was du dir vielleicht erfüllen würdest von 50 Millionen. Wenn es irgendwie ein Ticket dafür zu buchen wäre. Ja, nee, dann würde ich echt schon gucken, ob man einen Sponsor findet, wo man da so irgendeine Rolle macht. Weiß ich nicht, ob du da jetzt Marketing irgendwas begleitest oder so. Oder keine Ahnung. Okay. Oder mit dem ein bisschen Sparring machst oder den halt anschreist, dass er zu fett ist und sich bewegt und die extra Runde noch läuft und jetzt nicht das Schnitzel. Aber wieso sollte der auf dich hören? Also wieso solltest du den Posten da bekommen? Keine Ahnung, wegen Qualifikation. Ja gut, ich könnte dich auch hier versuchen zu korrigieren, dass das in der echten Welt nicht funktioniert, aber gut, mach mal. Ja, das könnt ihr mal versuchen. Ich bewerbe mich jetzt hier offiziell als, wie heißt man das? Wer heißt man der Job? Trainer? Nee, Trainingspartner. Vielleicht. Co-Trainingspartner. Der Ersatz des Trainingspartners, des eigentlichen Trainingspartners, falls der eigentliche Trainingspartner kaputt geht. Du bist quasi Ersatzbank auf Halde. Ja, falls ein, zwei Leute kaputt gehen, springst du ein, aber bist trotzdem immer so zweite Reihe dabei. Das wäre okay, das würde auch reichen. Das wäre von Neißigkeit her
Sehr nice. Das wird auch dann nur knapp 25.000 Euro im Monat kosten. Ich wäre dann jetzt auch nicht so raffgierig und würde dann richtig die Kuh melken wollen, sondern würde das für einen fairen Preis anbieten. Das finde ich okay. Oder? Das finde ich okay. Das kann man machen. Und ich wette, wenn es vielleicht nicht Floyd Mayweather ist, sondern irgendjemand anderes, der würde dann wahrscheinlich schon sich denken, so, oh, guck mal. Dann wer ist denn in Deutschland noch boxtechnisch am Start? Niemand. Also hat man irgendeinen im internationalen Parkett nach den Klitschko-Brüdern nochmal auf dem Radar? Nee, aber die waren ja lange am Start, muss man dazu auch sagen. Die sind ja erst seit 3-4 Jahren raus. Ja, aber gefühlt ist das schon eine Ewigkeit. Das stimmt. Was so Box dafür? Ja, weil die vor gefühlt 6 oder 8 Jahren, als sie noch im Saft waren, schon irgendwie alt daherkamen. Trotzdem irgendwie noch ein bisschen was gewonnen haben. Fury hat den doch, glaube ich, das erste Mal geschlagen. Ne? Der hat den doch richtig hart dann auf die Nocke gegeben. Gibt es doch dieses geile Foto, wo der dann diesen Uppercut kriegt, oder? Nee, das ist von Anthony Joshua. Ja? Okay. Habe ich das verwechselt? Das war auf jeden Fall hart. Aber Joshua hat da auch gewackelt noch. Direkt in derselben oder in der Runde danach hat war der auch angeklingelt. Du überlegst mal so diese Knockout-Giganten, wenn die sich so richtig hart dann auf die Girse geben. Na Junge, wenn jemand trainiert ist, 130 Kilo wiegt und dir ungebremst dann in wenn du Schädel untrainiert trümmert, bist, wird dein Kopf einfach nach hinten wegknicken und wirst direkt tot. Es gibt keinen dazwischen. Es gibt keinen K.O., es gibt direkt tot. Das wäre Licht vielleicht, an, Licht vielleicht, aus. Vielleicht. Freunde der seichten Unterhaltung, wir müssen eine Sache noch loswerden. Der Schornsteinfeger kommt gleich, deswegen müssen wir aufhören. Der macht dir mal richtig so. Der putzt dir mal richtig durchs Ofenrohr Mann. Durch. Der hat sein Ofenrohr dabei. Der Max guckt sich das gleich an. Und pustet da mal durch. Gut, Freunde, es war schön mit euch. Ja. Mit etwas Glück sehen wir uns dann bald schon in der nächsten Folge wieder. Ja. Vielleicht mit einer ersten Überraschung. Wir spielen nämlich mit dem Gedanken, ein Studio zu errichten und Gäste zu arrangieren. Also, bleibt am Start, ja? Bleibt am Start. Tschüss. Hallo.